Gap schreibt seine eigenen Geschichten, das wissen wir alle. Und es ist ein offenes Spiel. Und dann schauen wir, wer als Sieger vom Platz geht. Gegen Basel, ich erwarte sicher ein spannendes Spiel. Wird etwas speziell, weil in Köp ist etwas anders. Ist nicht wie in Meisterschaft, wo vielleicht Basel gross ist und Thun ein bisschen kleiner. Das heisst, wir sind am Auge noch und kann wirklich alles passieren. Wir haben schon bewiesen, dass wir Basel schlagen können und es wird auch im Köpfinale nicht anders sein. Also wir werden alles geben und am Schluss sehen, wer als Sieger vom Platz geht. Ist Köp, ist im Finale, ist eben beide, ist 50-50. Beide wollen gewinnen, sicher noch viel Kampf. Aber ich glaube, beide haben auch Chancen, ja, den Sieg zu holen. Sehr, sehr schwierige Aufgabe, würde ich sagen. Und ein Gegner, der in einem guten Lauf ist denn dieses Jahr. Und wir natürlich müssen wir diese Euphorie auf den Platz mitbringen. Und wir werden sicher uns am besten vorbereiten. Aber das wird ein Kampf sein. Der, der bessere Tag hat, der wird gewinnen. Der, der alles dafür macht. Er wird sicher den Cup holen. Ja, sicher ein kämpferischer Match. Und ja, wir müssen Geduld behalten und unsere Chance wird sicher kommen. Für uns alle ist es ein Spiel vom Leben und wir werden alles geben, und dass wir schlussendlich den Cup hinholen können.